Wir kamen aus Amerika von einer dreimonatigen Tour. Dann waren 3, 4 Tage dazwischen und dann sollte dieser Videodreh losgehen. Und wir haben uns dann halt selber da einen Dicken gesponnen mit Drehbuch, teilweise improvisiert. Und es sollte so ein bisschen Kasper Hauser, ja, Waisenkinder irgendwie, dann der Tod auf dem Boot und also so viele Geschichten, die so assoziieren an den Text. Was Rammstein tut, ist, sie konfrontieren uns mit Ängsten. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint. In meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keinen Nabel auf dem Bauch. War so zu der Zeit, als wir Rammstein-Videos gedreht haben, auch immer sehr stark im Interesse der Band, dass sie schauspielerisch auftreten. Und Schneider kam rüber mit der Idee, sie fänden das toll, wenn Till einfach nur rudern würde auf einem schwarzen See. Meiner Meinung nach sollte er in Island in so einem Boot über die blaue Lagune fahren, was ein extremes Gewässer ist. Das ist praktisch fast hellblau, milchig, weiß, der See. Umgeben von schwarzen Felsen. Aus irgendwelchen Gründen wurde dann der See nach Deutschland verlegt und so musste dann der arme Tilda bei Minusgraden in so einer Grube sitzen. Wir haben dort mit einem Minibagger so ein richtiges Loch gebuddelt. Das war auch alles ganz nass und glitschig und so Lehmzeug. Das war eine richtig tiefe Grube an so einem See. Ich habe das gar nicht so richtig mitgekriegt, aber unser Bühnenmann ist, glaube ich, über Bord gegangen. Also, Till musste auch ins Wasser mit und wir hatten Minusgrade, es war Schnee und Eis und wir hatten Neoprenanzug und es war dennoch arschkalt. Wir wollten da eigentlich in dem See ein paar Tauchszenen machen, also mit aus dem Wasser rauskommen und Zeug machen. Aber das ging, es war wirklich trotz Neoprenanzug. Allein wenn du die Birne unter Wasser gehalten hast, das war so unglaublich kalt. Die Glatze, die habe ich schon auf der kompletten Tournee gehabt. Versuchen halt immer irgendwie einen originellen Haarschnitt einfallen zu lassen. Er hatte auch zu der Zeit waren auch seine Haare kurz geschoren und er musste noch eine Perücke tragen, damit, weil wir so zwei verschiedene Welten bauen wollten. Ich habe eine Perücke auf, weil das ging darum, die Ästhetik des Plattencovers einzufangen. Und das ist eine Perücke gewesen. Die schwamm dann auch öfter mal irgendwie oben, musste man sie wieder auf und das ist dann halt schwierig, mit einem nassen Kopf eine Perücke festzukleben. Mutter ist für mich so ein Beispiel, steht so ein bisschen auch für diese Band, dass es so wichtig ist, dass diese 6 Leute beteiligt sind, ob nun visuell oder kreativ. Und wenn diese Komponente fehlt, ja, diese chemische Reaktion untereinander, dann kommt einfach sowas raus wie bei Mutter. Das ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, weil also dieses Kontrollorgan Band fehlte eindeutig. Das Treatment war fertig, das hatten wir auf der Tour gelesen. Und die Kollegen sollten da irgendwie mitmachen. Das war, also, die waren eingebunden in die Story. Und dann war aber irgendwie, hatte keiner Bock. Ja, nach 3 Monaten hast du keine Lust mehr, irgendwie noch ein Video zu drehen. Das war aber irgendwie alles schon fertig und geplant hin und her. Also, da sind die anderen in Urlaub gefahren, bis auf Olli. Und dann habe ich das dann halt alleine gemacht. Diese Diskussion hat damals die Band gespalten. Also wir hatten mal so bis da, zu diesem Punkt, so eine Grundausrichtung, dass die Band immer gleichberechtigt präsentiert wird. Also dass der Sänger nicht so eine herausgehobene Stellung, die er von Hause sowieso schon hat, dass das auch noch dann gefördert wird. Und da gab es Übergewichte in der Musik, also haben sich eben halt ein paar versucht, sehr doll zu verwirklichen und andere sind auf der Strecke geblieben und da hat die Demokratie nicht richtig funktioniert. Und das Video hat in der Band so viel Diskussion ausgelöst, dass es fast zu einer Trennung gekommen wäre. Aber das nahm dann so eine Eigendynamik auf und irgendwann
durfte aus der Band niemand mehr mitreden und war das nur noch so eine Sache zwischen Till und dem Regisseur? Also wurde entschieden, dass eben halt nur der Sänger in dem Video vertreten ist. Und er endete dann praktisch in den Händen des Regisseurs und hatte dann auch keinen Widerstand mehr, weil er alleine war und Till ist nicht so ein Typ, der sich beschwert, wenn irgendwas beschlossen ist, macht ja das. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, warum, ob das irgendwelche technischen Hintergründe hatte, das ist schon ein bisschen länger her, warum Till alleine in dem Video auftreten sollte, aber es war so ein allgemeiner Gedanke und der Einzige, der dagegen war, war Till selbst. Er meinte, wieso denn ich bin gar nicht so interessant, aber ich finde, er ist sehr wohl interessant und auch wert, dass man ihn sozusagen so porträtiert. Ich werde dir eine Krankheit schenken und sie danach im Verlust versenken. Mutter, Mutter. Mutter, Mutter. Ich kann das Lied nicht immer hören, also mir kommen da manchmal immer noch Tränen oder so, also es berührt mich immer noch sehr. Und ich war eigentlich eher ein Vertreter derer, die gesagt haben, das kann man auch mal machen, da kann man mal eine Ausnahme machen, da könnte man mal ein Video machen, nur mit Till. So wie Till in dem Video performt, finde ich ziemlich gut. Ich persönlich mag es. Ich finde, im Verhältnis zu anderen Bands haben wir eine hohe Trefferquote an guten Videos und auch einzigartigen Videos. Und freue ich mich drüber. Und insofern ist es nicht so schlimm, wenn mal das eine oder andere jetzt nicht ganz auf den Punkt ist. Also das wäre so ein Video gewesen, wo ich immer gesagt habe, okay, da könnte ich mir einen Teil 2 nochmal vorstellen. Ich mag das Video, ich habe das gerne. Das hat auch wieder was sehr Morbides und was Trauriges. Es ist sehr persönlich und für mich ist es immer noch einer der stärksten Rammstein-Songs. Bei all den vielen Musikvideos, die ich gemacht habe, gibt es eigentlich keine Band, die das, bei der das so viel so schwierig war, aber auch so erfüllend.